Der DAX war heute allein und richtig stark unterwegs. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von tradingportal.net. Ja, die US-Börsen waren heute geschlossen und man möchte meinen, der DAX hat von Kraft geträumt. Ordentlich ging es nach oben. Die Frage wird sein, ist das nachhaltig oder sackt er morgen wieder zusammen? Wall Street heute am Feiertag nicht geöffnet. Dadurch fehlen die Impulse auch am Abend. Dünnes Volumen heute im Anstieg. Und das ist immer ein bisschen die Frage, ist das dann auch nachhaltig? Die US-Börsen, ich hatte es im Wochenausblick thematisiert, stehen an einer wichtigen Marke. Sie müssen morgen auch zulegen und dann kann der DAX auch weiter gefestigt und befeuert werden. Aber wehe, wenn nicht, dann kann dieser Anstieg, diese frühe Mut so ganz allein, kann dann auch ja, böse in sich wieder zusammensacken. Was gab es heute noch? Heute gab es gar nicht viel zu vermelden. Es war ein ruhiger Tag. Wir hatten Industrieproduktion aus Deutschland eigentlich ziemlich deutlich unter den Erwartungen. Heute 1,2% plus, aber man ist doch fast von dem Fünffachen ausgegangen. Auch deutlich unter dem Vormonat, welcher noch bei 8, sonst was Prozent lag. Man könnte meinen, die Dynamik geht etwas heraus von der Erholung, dass diese jetzt zäher wird. Ne? Nach dem Lockdown ging es schnell wieder los. Ne? Da waren die Zahlen natürlich stärker, wenn man von Null wieder startet. Aber jetzt anscheinend, ne, wenn man wieder angelaufen ist, kann es sein, dass diese Erholung wirklich etwas zäher wird. Diese Zahlen deuten auch darauf hin. Auch der Arbeitsmarkt hat im Übrigen darauf hingedeutet. Auf Jahressicht bleibt die Industrieproduktion im Übrigen aktuell bei minus 10% Rückgang für 2020. Ansonsten gab es keine Daten. US-Börsen Feiertag, aber meistens auch in Feierlaune. Wir hatten diese Grafik, hätte ich noch hier einfach so als Beiwerk. Die BIP-Entwicklung, US-BIP-Entwicklung, also Anstieg Bruttoinlandsprodukt zur Entwicklung der Marktkapitalisierung zu sehen, dass hier doch wieder eine heftige Divergenz offen ist. Und der Anstieg in den Märkten konnte natürlich nicht mit dem Wirtschaftswachstum mithalten. Wir hatten diese Divergenz schon mal auch hier in der Grafik zu sehen zur 2000-Wende, als die Dotcom-Bubble um sich griff. Damals ging die Divergenz schon auf und dann zur Finanzkrise auch nochmal. Aber jetzt nochmal richtig stark seit 2009, als eben die ultra-lockere Geldpolitik ihren Anfang nahm und die ganzen QE-Programme gestartet wurden. Seitdem ging die Divergenz ordentlich auf und hat jetzt 2020 natürlich nochmal eine richtige Verschärfung erfahren, weil es eben einen deutlichen Rückgang im BIP-Wachstum gibt. Es gibt kein BIP-Wachstum, nur Negatives. Die Aktienmärkte sind, gerade die US-Aktienmärkte sind hingegen steil nach oben gestiegen. Das ist natürlich eine heftige Divergenz. Aber US-Börsen waren heute nicht dabei. Die sind erst morgen mit dabei und da ist der Kampf ums mittlere Bollinger Band ordentlich entfacht. Zuletzt immer die Stütze in der Rallye. Also morgen müssen sie zulegen, um weiter in Rallye-Laune zu bleiben. Die genauen Grafiken hatten wir zum Wochenausblick. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, das Video. Das war das Video davor. Wir blicken jetzt einfach zum DAX im DAX Wochen, zum DAX Wochenchart hinein. Ich hatte es euch zum Wochenausblick geschrieben und gesagt, Bereich 12.920, 925, erster wichtiger Marker auf Wochensicht. Oberhalb lebt diese Spanne hier. Lebt diese Spanne hier über das mittlere Bollinger Band. Haben wir heute auch gleich drüber gelaufen. Haben diese Marke hier unten letztendlich wirklich fast bei 12.921, haben wir einen Tiefpunkt gefunden, haben sie wirklich direkt in der ersten Stunde verteidigt. Und dadurch lebt eben diese Range hier über die 13.000, 13.060, 13.120, 100 zu 165. Diese Spanne haben wir fast komplett durchlaufen. Das ist jetzt die neutrale Spanne, weil wir eben oberhalb dieses Supports, dieser ersten wichtigen Marke hereingekommen sind. Unterhalb hätten wir sofort diese Range wieder aktiv gehabt. Tja, allein unterwegs gewesen, der DAX, er hat sich quasi gesichert im ersten Tag, morgen früh aber auch gleich wichtige Daten aus Japan, Bruttoinlandsprodukt wird vermeldet, Deutschland 8 Uhr noch vor Börseneröffnung, Exporte, Importe, Juli, also durchaus schon interessante Impulsgeber, die uns da erwarten. Also erste neutrale Spanne, Wochenrange ist aktuell aktiv, 12.920 zu 13.165, weit durchlaufen schon, oberhalb, ja, wir können die Bullen wieder Mut schöpfen, dass man vielleicht wieder in diesen Cluster hier reinlaufen kann, vielleicht sogar rein spiken kann über die 220, 235 Richtung 300, 315 wäre dann der nächste Schritt. Darüber weitere Aufhellung, das schauen wir uns aber dann an. Im Detail hat man das alles bereits besprochen zum Wochenausblick.
kann man, wie gesagt, gerne nochmal anschauen. Das sind die ausführlichen Videos. Unterhalb der 29 hingegen die Eintrübung über die 840 zur 750 und dann im zweiten Schritt Richtung 700 und 610, wenn man dort durchbrechen würde. Bei viel Dynamik kann ja mal etwas Bewegung aufkommen. Wir blicken in den DAX-Tagesschart hinein. Jede Katze stellt nun einen Tag dar. Hier waren die beiden Abverkaufstage. Heute sind wir oberhalb der 29 reingekommen, haben das mittlere Bollinger Band untergestellt im Tagesschart, also im Wochenschart war die 29er größer. Mittlere Bollinger Band auch in der ersten Stunde gleich wieder genommen, 9,75 knapp. Das war dann quasi die Einladung, dass wir diese Range, die ich euch eben genannt habe, jetzt wieder aktiv haben. Hier oben, der Pfeil zeigt auch an, ne? Diese Pfeile sind immer die einzelnen Cluster, die aktiv sind. Oberhalb ist eigentlich diese Zone aktiv und kann vielleicht morgen auch noch, vielleicht dann nur im Future-Handel, also wenn die US-Börsen noch nicht geöffnet sind, vielleicht diesen Weg alleine durchlaufen. Dann wäre das mittlere Bollinger Band, welches morgen bei 12.995 wäre, ein erster wichtiger Support, also knapp 13.000. Oberhalb wäre die Spanne über 13.060, so 13.120 und 165, wie hier mit dem Pfeil markiert letztendlich, wäre das eine gute Tagesrange, die man ausbilden könnte. Nur unterhalb vom mittleren Bollinger Band 12.995, rund 13.000, könnte wieder Druck aufkommen Richtung der 920. Wichtige Support, wie gesagt, auf Wochensicht. Guess heute komplett getestet, punktgenau unterhalb 29 und auch der GD38 bei 905. Wäre ein solider, wichtiger Support, sollte man nicht brechen. 920, 95. Wenn wir dort durchbrechen, dann geht es weiter. 840, dort durchbrechen. So 750 und 700 im nächsten Schritt. Wie gesagt, die Pfeile markieren die einzelnen Cluster. Oberhalb der 165 weitere Auffällung. 220 und 235. Mit Tagesschluss auf diesem Niveau, da könnten die Bullen sogar in den Folgetagen noch was draufpacken. Also neutrale Range fast durchlaufen, 12.920 Richtung 13.165, sind einfach oberhalb wieder reingekommen, oberhalb der Marke, haben sie auch verteidigt. Aber wie gesagt, US-Börsen sind nicht dabei, US-Börsen stehen am Scheideweg, die müssen morgen zulegen. Und das Volumen heute war nur die Hälfte vom Freitagsvolumen, also ist nicht so viel. Man konnte den DAX durchaus leichter bewegen, möchte ich es mal nennen. Kurz zusammengefasst, morgen erster wichtiger Support, mittlere Bollinger Band 12.995. Oberhalb wäre die Spanne aktiv 13.060, 13.120 zur 165, darüber Aufhellung zur 220, 235, nachhaltiger Schluss oberhalb, könnten die Folgetage ein weiterer Anstieg folgen. Unterhalb der 12.995 hingegen geht es wieder zur wichtigen 29 und auch der 95 muss verteidigt werden. Ansonsten trübt sich das Bild auf Wochensicht auch ein Richtung 840 und im zweiten Schritt 57 und 700. Nun gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein für diesen kurzen Tagesausblick, weil eben nur der DAX allein unterwegs war. Morgen beginnt die Woche somit richtig mit, wie ja bereits erwähnt, wichtigen Daten aus Japan in der Nacht und dann Deutschland, 8 Uhr Exporte und Importe. Und nicht vergessen, auch in dieser Woche ist auch noch EZB-Ratssitzung, also die richtige Spannung wird erst noch aufkommen. Wichtig wäre es morgen, dass die US-Börsen sich entscheiden. Die Bullen müssen kommen, ansonsten wird der DAX, fand er seinen Anstieg, kann dann sehr kraftlos gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und gerne bis bald auf tradingportal.net. Ciao.